Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Time at Portia. Ja, was jetzt an der Maussteuerung gerade ist, erschließt sich mir nicht. Sonst geht die eigentlich immer sehr viel schneller. Ja, so geht's. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, was hier unsere Jobs sind. Copperblade. Einen haben wir hergestellt, wir brauchen aber noch weitere. So, können wir nochmal welche craften. Zwei brauchen wir noch, glaube ich. So, der Gründer, genau. Zwei brauchen wir noch. Make Copperblades. Eins von drei haben wir erledigt. Dann brauchen wir ja die Brücke, müssen wir noch bauen. Ne? Was brauchen wir denn alles für den Brückenkopf? Können wir gerade mal schauen. Den haben wir gebaut, den haben wir gebaut. Einen Cutter brauchen wir auch noch. Da brauchen wir zwei Copperblades für. Und Stonebrick. Die müssen wir auch in dem Furnace da machen. Copperbar 4 Stück. 12 Copper Ore, 40 Steine. Okay. So, da brauchen wir das, genau, das müssen wir nicht mit dem Civil Cutter hier machen. Dem da. Das heißt, um die hier bauen zu können, den Brückenkopf, und das brauchen wir entsprechend die Sachen. Ja. Ich weiß nicht, warum die Maussteuerung jetzt so langsam ist. Ich schaue gerade mal kurz einen Blick in die Optionen. Jetzt geht's zu schnell. Game. Graphics, Sound, Input. Continue. Okay. Ist so. Ich weiß nicht warum, aber ist halt so. Ja. Oh, Post. Vom Dava. I'm Dava. Also er ist der Keeper of the Portia Tree Farm, also von der Baumfarm. So, der letzte Sturm. We had blew down some of hat einige Zäune zerstört. We are closed until, also sie sind so lange geschlossen, bis es repariert wurde. Und so brauchen wir eine Hilfe, so schnell wie möglich. We need 5, also wir brauchen 5 Wooden Boards. Okay, machen wir. Machen wir natürlich. Wir können schon mal Holz und Steine sammeln, weil die brauchen wir sowieso. Sozial müssen wir auch noch machen, ne? So viel zu tun. Weil wir müssen ja noch ein Mädel klar machen. So als Freundin. So, einmal Holz. Und Plant Fiber. So, nochmal Holz. Da können wir hier noch einen Baum fällen. So. Gibt wieder Holz. Nochmal Holz. Komm, einsammeln bitte. Danke. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel Holz wir genau brauchen. Das nehmen wir natürlich auch. So, Wood 5. Komm, so. Hm.
3. Schwert. Level 1. Wir müssen natürlich auch im Kampf besser werden. Color 4. So, haben wir auch. Und da können wir auch noch ein bisschen. Level 1, das ist perfekt. Meat and Spines. Level 3, das kriegen wir auch noch hin. Auch wieder Fleisch. Level 5, wagen wir uns mal dran. Jawohl, war ja relativ easy. Hi Toady. Machen wir mal RPS. Also Stein, Schere, Dings. Wow. One for me, ja. Yeah. Two. Und er hat gewonnen. Aber wir haben ein Relationship. Das ist ja auch schon mal was. Level 5. Mäme. Das klingt wie so ein Quietsche-Ähnchen. Animal Bones. Da haben wir nochmal Holz. Und dann können wir gleich mal gucken, wie weit unsere... können wir den auch fällen? Ah ne, wir brauchen eine bessere Axt. Aber wir können mal dagegen treten. Es gibt wieder diese Gummidinger. Den können wir aber fällen. Dürfte auch ein paar Holz geben. 6. Da liegt nochmal Holz rum, das können wir auch mitnehmen. So. Und dann gehen wir da mal schauen, was unsere Discs hier machen. Completed, sehr schön. Ja, dann können wir gleich schon mal die nächste in den Auftrag geben, ne? Weil wir brauchen ja noch. Not enough material. Okay. Drei von fünf. So, was brauchen wir? Copper Blades. Furniture Maker. Da müssen, die können wir gleich abgeben. Mission. Choose. Pin. Welche ist denn das? Furniture Maker, da müssen wir hin. Hier war das, glaube ich, ne? Da zum Fragezeichen, genau. Hi May, halt, halt, May, halt. Süße. Komm, wir schenken dir was. Magst du Wolle? It's the sorted matters. Oh, okay, scheint dir zu gefallen. Können wir mit dir eigentlich reden? I just got a news tip. Can't tell you what it is yet. You'll have to read about it later. Okay, wir müssen später darüber lesen. Machen wir mal. Stamina minus 5. Warum? Ja, wir haben einen Sieg. Ah. Unentschieden, der nächste gewinnt. Jawohl. Relationship plus 2, sehr schön.
4? Mars and Carol's Home. Da, Furniture Maker. Hier ist das doch, ne? Furniture, da ist es doch. Sehr schön. Er ist zufrieden. Relationship plus 10. Wunderbar. And Web Points. Oh, hallo Lucy. Kriegst ein Steak von uns. Thanks, I hope I like it. Ich hoffe es auch. Ich kann hier doch auch, glaube ich, Charakter. Oh, ich habe einen Skill Point, sehe ich gerade. Social. The Giver, increase. Dann machen wir das mal. Apply. Social, da müssen wir hin. Presley haben wir einen halben Stern. Stranger, so ganz wenig. A Carol, Stranger. Da ein bisschen Herz, da ein Stern, Stern. Bisschen Herz. Wie schaut es denn bei der Lucy aus? Die Nora, so ganz minimal. Emily, minimal. Bei der May. Haben wir ein bisschen. Oh, Größe 1,58 Meter, 42 Kilo Gewicht. Okay. Ah, like. Dislike. Wife. Sie ist ein Mädel. A chance of receiving gifts first thing in this morning is locked. Wie schaut's denn bei der Nora aus? Sie ist auch eine nette. Wiegt 49 Kilo. Da ist auch noch nichts. Ah. Receive 25 consuming in the store. Oh, okay. Wir müssen also bei ihr. Wife, a chance and routine in the morning. Hm. Emily wiegt 52 Kilo. Friend, gifts sometimes. Also manchmal, wenn es ein Freund sein soll, wenn es Ehefrau werden soll. Receive help is domestic work and resource gathering. Will also receive. Okay. Ach, die gehört ja, stimmt, die ist irgendwie, Body Friend, Good Friend. Okay, die können wir also nicht heiraten. Merlin. Ist das eine Sie? Kann wohl auch nur Freund werden, oder? Liege ich da falsch? Sonja, Nora, wen haben wir denn? Phyllis. Buddy, Girlfriend, Lover, Wife. Okay. Pinky. Martha, Sam. Sam ist auch eine nette. Buddy, Friend, Lover, Wife. Okay, scheint also auch alles möglich zu sein. Ginger. Die ist auch süß. Da haben wir alles noch nichts. Wife. Gail will come and give you some stipends. Okay. Gail, das ist, glaube ich, ihr Bruder hier, ne? Ne, das ist Gast. Wer ist Gail? Dolly. 1,66 Meter und 33 Kilo. Aber die ist, glaube ich, Studentin oder sowas, oder? Liege ich da völlig falsch? Ach, das ist Gail. Alice. Da, oh, sie hasst Erdbeeren. Ah, okay. Gut. Und die könnten wir theoretisch auch heiraten. Sehe ich das richtig?
Ah ja, doch sehr interessante Info. Da müssen wir also öfter mal schauen, was wir da sehen können, wer hier was mag oder halt eben nicht mag. Vor allen Dingen bei den Mädels, die wir eventuell heiraten wollen. Aber das steht überall noch nicht so wirklich drin. Okay. Miss Sophie. Ja. Fixing the fans. Wooden board braucht er. Okay. Wer bist du? Ach, du bist die Alice. Kriegst ein Geschenk. Magst du Wolle? Thanks, I hope. I like it. I hope it too. Oh, hallo. Entschuldigung. Each flower has its own language. My favorite flower is the bellflower. It speaks of true love. Okay, also jede Blume oder jede, ja, jede Blume hat ihre eigene Sprache und ihr persönlicher Favorit ist the bellflower. Sie spricht die wahre Liebe. Machen wir. Was war das? Cannot play rock. Ach, geht nicht, okay. Hi, Miss Sonja. Dürfen wir dir ein Steak schenken? Oder magst du eine Erdbeere? You are very Jane, also bist sehr. Hoppla. Oh, da können wir was kaufen. Im Moment aber gerade nicht, meine Liebe. Ich habe nämlich noch nicht so viel Geld. Da oben ist noch eine Kiste, da müssen wir nur mal irgendwie hinkommen. Da ist noch die große Frage des Wie. So, wir können hier mal schauen. Hoppla. Die Wooden Dings müssen wir noch bauen. Wooden Boards. Wooden Boards. Wo bauen wir die denn? Wooden Storage. Wood. Wooden Boards. Tea Table. Wooden Basket. Bucket. Wooden Boards, wo bauen wir die? Schauen wir doch mal hier. Wooden Board. Ach, da brauchen wir die Säge für, ne? Ich hole Nuss. Civil Cutter. Den brauchen wir. Genau. Hardwood Plank. Wood 32, cut with a civil cutter. Ja. Okay. Das heißt, wir brauchen Copper Blade, Stone Brick und Copper Bar. Also wir brauchen noch mehr Kupfer. Kupfer. 4 von 5. Das dauert noch ein bisschen. Aber Steine können wir schon mal sammeln. Derweil wir drauf warten. Marble. Doch, den kann ich auch. Wenn ich ihn treffe, dann kann ich da auch draufschlagen. Copper Ore, einer. Sehr schön. So, Steine. Kann ich den auch kloppen? Ja. Sehr schön. Oh, es gibt noch wieder ein Copper Ore. Also nochmal ein Kupfer. Da brauchen wir auch noch einiges von. Copper Ore plus 2. Und nochmal Marble ist, glaube ich, Marmor. Das ist sehr schön.
Sehr gut, den kann ich auch klopfen. Den großen natürlich noch nicht. Den glaube ich auch nicht. Ja, brauchen wir eine bessere Pickaxe. Also Spitzhacke. So, 19.11 Uhr haben wir. Das heißt, dass wir dann auch bald ins Bett müssen. Aber wir können dann schon mal vielleicht die ersten Brickstones machen lassen. Dass wir hier unseren Dings bauen können, ne? Unsere Säge. Hoppla. Und daneben geschlagen. So, jetzt haben wir schon einiges an Steinen. Das ist schon mal gut. Können wir vielleicht schon mal den einen oder anderen Brickstone mitmachen? Hoffe ich einfach mal. Mal alle ab. So, fertig. 4 von 5. Craft. So, Stone Brick, nicht Brickstone. Was erzähle ich denn da? Holz müssen wir füllen. Ja, mach mal voll. Ach so, working. Wie viel macht denn der jetzt? Einen noch, okay. Da haben wir erstmal Holz auffüllen müssen, ja. Dann können wir ja noch ein bisschen farmen. Holz zum Beispiel. Das ist nämlich hier in der Nähe. Tree Sap. Was auch immer das ist. Irgendwas. Baumharz kann das sein. So, Gather. Also sammeln wir auf. Ah, den können wir auch noch fällen. So, Holz. Was sagt die Uhrzeit? 22.04 Uhr. Ich würde hier gerne halt den noch... Jawohl, complete. So, jetzt können wir loscraften. Craft. Machen wir mal 5 Stück. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel wir brauchen. Können wir nochmal gucken, ne? Und dann gehen wir auch ins Bettchen. So, 5 Stück passt. Wunderbar. Ach so. Kann ich schon mal sagen, Bild. So. Und dann gehen wir ins Bett. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir den nächsten Tag erleben. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.